Moin moin Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Specs und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Titanfall 2 Materialschlacht. Ich bin jetzt hier in eine bereits gestartete Runde reingeworfen worden, aber das macht jetzt erstmal nichts, denn ich wollte euch eigentlich auch nur mal meine neue Lieblingswaffe aktuell vorstellen. Und zwar ist das die R97. Upsala, da sollte ich jetzt vielleicht abhauen, weil da jetzt ein Titan gleich kommt. Die R97 ist eine MP. Sie hat die absolut höchste Feuerrate von allen. Das werde ich euch jetzt gleich nochmal zeigen, hoffentlich. Und zwar hier. Zack! Bam! Alter, ist er weg. Ja, die hat, das ist ja in Werten angegeben bei Titanfall 2 von 0 bis 100. Und sie hat einfach mal den Wert der Feuerrate von 100. Also höher geht nicht mehr. Da ist keine Luft mehr nach oben. Und ja, es hat die gleiche Reichweite wie die anderen MPs ebenfalls. Oh, schade. Ja, die gleiche Reichweite wie andere MPs auch. Bei 40 dürfte das, glaube ich, liegen. Ja, ist halt nur deutlich und präziser, ne? Die Präzision liegt jetzt nur bei 20. Das ist jetzt nicht so krass. Aber mir gefällt sie persönlich wirklich gut. Ist manchmal ein bisschen schwer zu handhaben auf mittlere Distanz, aber ansonsten haut das Ding einfach nur rein. Ja, freischalten kann man das übrigens ab Level 41. Oder, weil das bin ich jetzt auch noch nicht, Level 41... Man kann ja mit der Ingame-Währung bei Titanfall Skins und Waffen und so weiter freischalten. Ja, das war jetzt zu unpräzise. Ja, und diese Ingame-Werbung hat auch gar keinen richtigen Namen. Deswegen nenne ich es jetzt einfach mal Credits. Und 100 Credits kostet diese Waffe. Das geht eigentlich so, wenn man jetzt seinen Charakter ein bisschen hochrankt. Also man kann halt die Credits sowieso auch nur bekommen, indem man seinen Charakter hochrankt. Ja, dann bekommt man die einigermaßen schnell, diese 100 Credits. Ne? Auf jeden Fall deutlich schneller, als wenn man Rang 41 ist. Also Level 41, ne? Nein! Nein, 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 nein! Fuck! Oh, der hat diesen Nuklearkern gehabt. Ich habe das schon gehört. Das klang nicht gut. Schade, Alter. Da war ich jetzt wieder nur richtig kurz in meinem Titan drin. Oh, oh. Ob das jetzt so schlau war? Nein, 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 nein. Lass mich in Ruhe. Aua. Oh, oh. Ja, war klar. Das war klar, dass der mich jetzt noch erwischen muss. So. Auf geht's. Ja, hier, das, was ihr seht, ist übrigens der Boost-Karten-Hack. Den habe ich auch. Den hat gerade ein Kollege aktiviert, weil dann kann das gesamte Team sehen, wo sämtliche Gegner sind. Das mache ich jetzt auch nochmal. Seht ihr? Zack. Kann man sie alle schön sehen. Hey, sag mal, wie oft kann man denn daneben schlagen? Aber dafür gibt es jetzt einen schönen Genickbruch. Ich hoffe, das war sein Titan. Dann ärgert er sich bestimmt jetzt richtig übelst. Na, dann gehe ich jetzt hier mal weg. Weg vom Titan. Hin zu den Piloten, wenn ich sie finde. Ein bisschen KI-Gemetzel. Ah. Oh, oh. Oh, Orientierungslosigkeit. Aber ich habe meinen Titan. Sehr schön. Warum droppt er da hinten? Ich dachte, der kann hier vorne droppen. Oh, oh, ich hoffe, ich werde jetzt nicht umgebracht, bevor ich beim Ankommen. Das ist ja ätzend, das wusste ich nicht. So. Ja, aber wir verlieren. Shit, nur noch anderthalb Minuten. Da war doch einer. Da. Komm schon, wenigstens den Typen unten am Boden will ich. Schade, ich habe gedacht, ich kann wenigstens den Frontsoldaten ausschalten. Komm schon, den da. Warum kann ich den nicht niederschießen? Ey, so knapp, ne? Ich hätte jetzt locker nochmal drei Frontsoldaten killen können. Ja, einen konnte ich wenigstens noch holen.
Ja, schade, hier kann ich nicht oben drauf bleiben. Dem gebe ich nochmal einen Rodeon und hoffe, dass er keinen Elektrorauch hat. Oh, doch, hat er, aber ich habe... Ja, ich habe ihm wenigstens noch die Batterie klauen können. Naja, immerhin. So, sind die Gegner? Ich check das gerade nicht. Nee, das sind alles meine Kollegen, krass. Ja, dann wollen wir aber mal schnell zum Ankunftspunkt. Damit wir wenigstens noch evakuiert werden können. Oh, da hinten ist auch schon Gegner. Und überall sind Gegner. Oh, ich habe schon wieder einen Titan. Aber es ist jetzt egal, weil ich muss jetzt hier eh gleich rein. Komm schon, eine Sekunde noch. Jetzt. Oh mein Gott, ich habe es auch geschafft. Yeah. Bis jetzt bin ich aber der Einzige. Und die zerschießen unser schönes Schiff. Das Landungsschiff. Ah, jetzt weiß ich, wie das Ding offiziell heißt. Landungsschiff. Komm schon, Titan. Du musst das regeln da unten. Yo. Homie. Wir haben es geschafft. Ja, sehr schön. Ich hoffe, ihr konntet wenigstens unter dem ganzen actionreichen Gemetzel ein wenig einen kleinen Einblick bekommen für die MP, für die R97. Ich kann die auf jeden Fall, wie gesagt, nur empfehlen. Mir persönlich gefällt die übelst gut. Für Leute, die jetzt keinen Bock auf unpräzise Waffen haben, ist das jetzt vielleicht nicht so der Fall. Aber für Close Quarter, mittlere Distanzen, na, einfach eine geile Waffe. So, jetzt seht ihr schon, habe ich jetzt Stufe 10 erreicht. Ja, ich habe jetzt schon ein paar Ründchen gespielt auf jeden Fall. Insgesamt bin ich jetzt Stufe 24. Ja, und das rechts oben, das 112, das ist das, was ich meinte, sind halt diese Credits, mit denen man halt Waffen freischalten kann. Ja, freut mich auf jeden Fall, wenn ihr bis hierhin zugeschaut habt. Würde mich natürlich noch mehr freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder mit am Start seid. Und dann sage ich bis dann, Leute. Haut rein. Ciao.